So, herzlich willkommen zurück zu der zweiten Episode von Super Professor Brösel die Dai. Und wir laufen einfach mal ein bisschen in der Gegend rum und gehen in die Produktionsstätte. Hallo Hubert. Du Hubert. Ja, Gott sei Dank, ich bin gerettet. Haja Mai. Alter Bootsmann, du redest ein Problem. Was ist denn? Was hast du? Naja, also, ich habe einen ganz normalen Auftrag bekommen. Ne? Also, und zwei weitere Modelle für AK-47 Maschinengewehren anzufertigen. Oh. Ja. Ja, wieso denn das? Hast du nicht früher Protonenmodelle gebastelt? Und warum baust du jetzt Waffen? Weil es der Christian gesagt hat. Waffen sind jetzt mein neuer Aufgabenbereich. Die Atommodelle verkaufen sich laut Geschäftsleitung nicht mehr. Oh. Und? Ja, auf jeden Fall habe ich einen Plan bekommen, die Waffe zu bauen. Und das packst nicht, oder was? Ja, ich fürchte, ich kann den Plan eben nur mehr finden. Das ist schlecht. Ja, aber sie sind doch Physiker, ne? Sie wissen doch sowas ganz bestimmt. Ja, fragen wir nochmal, wo er seine scheiß Pläne das letzte Mal hatte. Könnt ihr dich vielleicht nur erinnern, wo er die Pläne das letzte Mal hatte? Ich kann mich ja kaum noch was erinnern. Hast du noch immer solche Gerichtsprobleme? Es geht mir jetzt besser. Mein Arzt sagt, das war alles ein falscher Erinnerung. Oh fuck. Warum passt denn du nicht mehr an Atommodelle? Hat er zwar schon gesagt, aber warum nicht? Ja, weil es der Christian gesagt hat. Ja. Genau. Ja, danke. Na toll. Was haben wir denn hier alles? Werkzeug? Das Werkzeug kannst du dir erst morgen, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin. Ja, super. Dankeschön. Oh, lecker. Okay, dann gangen wir wieder. So ein Scheiß. Gangen wir in die Bibliothek rein. What the fuck? Ein lesender Professor, stell mit uns vor Wand, oder was? Komm, wir quatschen da runter. Wer denn? Ja, was denn? Ich bin beschäftigt. Ja und? Was lesen Sie denn da? Wah, der neue was Karl May? Neue. Ein Buch über die relevanteste Inversion im rekonvertiven System. Geil. Ajo. Und seit wann darf man in die Bibliothek Kaffee mitnehmen? Und um was geht es? Oh, frag lieber nicht, Brösel. Was hätte das für Sie, einem solchen subversistischen Geschöpf wie Ihnen, einen Auszug aus derart komplexen Kontext? Ich glaube, er beleidigt uns gerade, ja? Über was? Sehen Sie, selbst diesen simplen Satz verstehen Sie nicht. Sehr trumboristischer Kondensium. Ich würde nur wissen, um was es jetzt in diesem Bär geht. Dann lesen Sie das Buch doch am besten selbst, wenn Sie dazu überhaupt in der Lage sind. Das wage ich auch zu bezweifeln. Und lassen Sie den Gelehrten doch bitte mit Ihren privarisierten Fragen in Ruhe. What the fuck? Dicke Jacke in die Ohren. Ja, aber holla. Das Übersystem von Julien Martin. Was? 1837. Die gehe. Ja. Oh, die. So ein Heini. Ah, hier können wir nichts machen. Ich sehe schon kommen. Dann gehen wir doch einfach. Da haben wir auch noch was. Da haben wir die Rauchecke da. Ja, von mir aus bleib nicht traurig. Mir egal. Gehen wir in die Kantine. Oh. Was geht mit dem? Dem hat es wohl nicht geschmeckt. Ein Plan. Na, von dem Tisch nehmen wir sicher nichts mit bloßen Händen. Herr Degel, wann gedenkt ihr denn gegen den Lied abzureiben und zu säbern? Ja, mach ich dann. Oh. Na, will ich zurückkommen, will ich vor den Dreck nichts mehr sehen. Oh. Wenn der das abgeräumt hat, muss ich mit dem Plan, der an die Stelle geht. Ja, toll, jetzt noch gleich mitnehmen können. Herr Degel, warum sind die schon gesehen? Ja, wo ist er hin, Mann? Ich hab es nicht ganz getäubert, wie sie es mir gesagt haben. What the fuck? Oh, nein. Na super.
Herr Tegel ist ein blöder Hund. Komm, na gang mal. Wo können wir? Ah ja, da sind wir ja gegangen. Dann gang mal halt. Wo können wir denn da noch gegangen? Dann gehen wir da noch. Wo? Gang mal da noch. Haben wir nix. Gang mal raus. Ah, da geht's noch raus. Oh Gott, scheiße. Das ist der Franz. Oh oh. Der Postmann, sie könnten mir die Hilfe gebrauchen. Oh. Ich hatte ja fast schon recht. Oh. Nein, ich benötige einige Dinge, um diese Druckmaschine fertigzustellen. Ja, was wollen Sie denn so? Gell? Das ist eine Gelddruckmaschine. Oh geil. Hör damit. Ja, ist denn nicht etwa verboten? Aber es ist ja nicht so, als wie wir diese Geldscheine fertig geteilt. Also, als wir in unserer bevorstehenden Weltherrschaft verwenden. Ja, genau, ja. Ja, geil. Was brauchst du denn dafür? Dinge benötigen Sie? Naja, lass mich mal nachdenken. Ich brauche ein Maschinenbuch, damit ich weiß, wie ich da auch für die Maschine fortfahren muss. Aha. Jetzt brauche ich dementsprechend Werkzeug. Ich glaube, Hubert, wer ist das jetzt los? Und dann bräuchte ich noch eine Vorlage für Geldscheine, weil ich nicht weiß, wie die überhaupt auszusehen haben. Und dann schlussendlich ein Haus für die Gartenstoff für die Wasserkühlung. Wird das geil. Aha. Aber wenn es weiter nichts ist? Bis dann. Wenn es weiter nichts ist. Ah, den Schlüssel kann man auch nicht nehmen, kann man nichts nehmen. So Scheißdreck aber auch. Okay. Können wir da lang? Sieht irgendwie jetzt aus, da ist ganz dunkel. Ah ja, okay. Dann sage ich auch mal für diesmal. Macht's gut und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und je mehr der Österreicher, desto mehr Schwäbeli. Muss ja immer ein Gegengewicht schaffen. Also bis dann. Noch einmal. Ja, bleib nur nicht drauf. Und ich sage bye bye. Ciao, ciao. Und bis dann. Schaltet wieder ein. Der Herr Professor, den sich freue. Adiamos.